Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, ihr kreativen Schatzis oder zukünftige Schatzis, die vielleicht mal kreativ werden. Vielleicht inspiriere ich euch ja. Wer weiß das schon? Ja, ich möchte mich mal an einem Vlog probieren. Aktuell bin ich ja an Puzzeln interessiert und deswegen habe ich gedacht, kann ich mich ja mal Vlog-artig mitteilen, wie es mit dem Puzzeln so läuft. Und dann kann man ja mal so ein bisschen drumherum Zeug zeigen. Zum Beispiel, was ich gerade mir für einen Tee gemacht habe. Und zwar sind das diese beiden Tees. Die tue ich immer zusammen in ein Glas, wobei ich eigentlich Hagebuttentee selber alleine schon lieber, aber ich hatte mir diesen Kirschtee gekauft und ich fand den nicht so prickelnd und deswegen habe ich den jetzt zusammen mit Hagebutte immer benutzt in letzter Zeit. Und ich habe mir da frischen Ingwer reingerieben, weil ich meinen Co-Dings einfach nicht loswerde. Das ist jetzt schon einen Monat her. Ja, das Schlimmste habe ich schon hinter mir, aber ich merke, dass meine Bronchien in den letzten Tagen total dicht sind und deswegen versuche ich jetzt noch mal frischen Ingwer hier auf meine Trinkgewohnheiten mit einzubringen und ich habe auch Akazienhonig ordentlich rein gemacht und deswegen erhoffe ich mir jetzt irgendwie ein bisschen noch eine bessere Linderung, damit ich das endlich mal loswerde. Das fühlt sich in Bronchien- und Lungenbereich gerade echt nicht gut an. Ja, da muss ich jetzt wohl durch. Aber mit Ingwer, da rock ich das hoffentlich besser. Ja, dann werde ich jetzt mal diesen Tee zu Gemüte führen und werde mich nachher mal an meinen Puzzletisch setzen und euch mitnehmen. Ich hoffe, ihr habt Freude beim Zugucken. Das ist gerade der aktuelle Stand von dem Puzzlebild. Das ist ja ein Tausender Puzzle von Haie. Der Künstler heißt Marino Degano und das Bild heißt Cat's Life. Und ich bin gerade in den letzten Tagen mehr am Sortieren, als dass ich puzzle. Also ich habe noch nicht viele Teile gelegt in den letzten Tagen. Ich habe aber schon sortiert. Und das werde ich auch gleich jetzt weitermachen. Und ich werde jetzt die grünlicheren Teile in diese Schachtel einräumen. Und werde jetzt, das ist so ein Teppichstopper, den gibt es im Bauhaus auf der Rolle, den lege ich mir hier mit drauf. Nehme mir die Schachtel rüber und lege das hier drauf. Ich sortiere mir auch hier die grünen Teilchen hier mit rein, um noch besser irgendwie alles beisammen zu haben. Und das Bild, das empfinde ich aktuell als etwas schwieriger. Ich zeige euch das mal. Denn auf diesem Bild, da haben wir sehr viel Fell, ihr seht es, die ganzen Teilchen und dann hier drüben auch. Da ist sehr viel Braun und Fell vertreten und das ist schon nicht einfach, weil da gibt es nicht viele Anhaltspunkte im Fell. Vielleicht hier die, wenn du mal fokussieren würdest, liebe Kamera. Naja, man sieht es ja so, die kleinen Figürchen, die sich hier auf der Miez ausbreiten, die sind ja von der Form her alle ähnlich und das ist schon eine Herausforderung. Hätte ich nicht gedacht. Und dadurch, dass der Hintergrund auch viel grünlich ist, gelb nicht so, aber ich meine, das sieht alles sehr ähnlich aus, wenn ihr das hier mal seht. Wenn die so ausliegen und hier,
Das ist schon wirklich nicht einfach. Das ist eine Herausforderung, aber trotzdem habe ich hier aktuell Spaß. Mir macht das Sortieren auch Spaß, das finde ich schön. Und ich liebe Miezen und es macht mir Spaß, dieses Bild zu betrachten mit seinem süßen Detschen-Gesicht. Ja, und dann entdeckt man ja auch immer schöne Dinge hier. Das ist auch sehr spaßig, finde ich, wenn man hier so die kleine Wuselei, diese comicartige, sich beim Legen ansehen kann. Da taucht man ja dann auch irgendwo ab. Das empfinde ich beim Puzzeln dann auch immer so. Oder auch wenn ich Landschaften oder so lege, dann lasse ich mich wirklich in das Bild fallen. Ja, ich werde jetzt mal einige Zeit mit Sortieren verbringen und dann werde ich immer mal gucken, wie ich hier sitze und puzzle und nehme euch dann immer gelegentlich mit. Ich höre dabei aktuell einen Podcast, True Crime von den zwei Mädels. Der Name ist mir gerade entfallen. Ach Gott, auf jeden Fall heißt der Podcast Mordlust und ich habe da so ziemlich in den letzten Wochen ganz beim Anfang angefangen, weil ich sie relativ neu entdeckt habe und ich arbeite mich halt von alt auf neu durch und da stehen mir echt manchmal die Haare zu Berge. Was ist da draußen alles für Menschen gibt. Ja, gut, dann werde ich jetzt meine Sorteritis ausleben. Also ich muss sagen, dieses Puzzle hier ist definitiv nichts für Anfänger, ne? Das ist so schwierig. Sogar ich, also ich habe jetzt, muss ich ehrlich gestehen, meine Puzzle-Skills, die ich vor Jahren hatte, habe ich schon etwas verloren. Aber es ist mir nicht fremd, wenn ich vor einem größeren Puzzle sitze. Größeres in Anführungsstrichen, es ist ja ein Tausender-Puzzle. Aber schaut euch mal diese Fellteile hier an. Und wenn ihr die zuordnen müsst, dann habt ihr da echt ein Problem. Diese kleinen Mannequins, die sind auch nicht wirklich ein Anhaltspunkt, also diese kleinen Minivögelchen, weil das wirkt alles sehr wirr, aber trotzdem bin ich hier weiter. Umso größer ist das Freudegefühl, wenn man dann ein Puzzleteil findet. Nach der letzten Aufnahme habe ich hier einige Teile finden können. Und da bin ich jetzt auch ein Stückchen weiter. Es ist nicht mehr viel, aber so wenig ist es ja nun auch wieder nicht. Ich würde mal sagen, die Hälfte ist geschafft, oder? Ich habe jetzt irgendwie so kein Gefühl, wie viel das wirklich jetzt schon ist, aber mehr als die Hälfte ist geschafft, würde ich sagen. Aber die Teile sind so fitzelig, auch bei den grünen Teilen, die jetzt hier so noch sind. Das ist echt schwierig, die einzuordnen, ne? Aber nichtsdestotrotz macht es Spaß. Das Glänzverhalten, das geht. Ich habe noch nicht so die großen Vergleiche jetzt gezogen. Ich weiß nicht, ob
Ravensburger von der Oberfläche her matter ist. Wenn ich jetzt wieder aktiv bin, dann werde ich so auch mal meine Vergleiche ziehen können. Aber wenn das Licht so von der Seite kommt und nicht von vorne, dann glänzt das auch nicht. Also ich habe nichts, was hier dann reflektiert oder sich auf der glatten Fläche spiegelt. Wie gesagt, ich kann nicht beurteilen, wie glatt das ist oder wie matt das ist. Das werde ich mit der Zeit herausfinden. Und jetzt mache ich mal weiter. Und ich habe mir hier goldene Milch gerade eben gemacht. Und das führe ich mir jetzt zu Gemüte. So, dann geht's weiter. Mal gucken, wie lange ich für das Puzzle brauchen werde. Ich sitze da immer so nach Gefühl dran. Manchmal sind es 2 Stunden, manchmal 3 Stunden. Ich habe aber nicht getrackt. Ich weiß nicht genau, wie viele Stunden ich jetzt hier dran gesessen habe. Mein Gefühl sagt mir ungefähr 5, 6 Stunden, aber ich weiß es nicht. Ich sage jetzt auch, dass das mal egal ist. Vielleicht mache ich das zukünftig mal für mich, aber hier zählt ja jetzt wirklich nur der Spaß. Und den habe ich mit diesem süßen, leicht dämlich guckenden Kater, würde ich mal vermuten. Oder Katze, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall zuckerschnuffig süß. Ja, gut. Weiter geht's. Bin zwar aktuell keine Audible-Kundin mehr, aber ich habe mir vor vielen Jahren dieses Hörbuch runtergeladen und es ist noch in meiner Bibliothek und jetzt beim Puzzeln habe ich irgendwie Lust drauf bekommen. Zum Glück, denn es hat mir unglaublichen Spaß gemacht, dieses Hörbuch zu hören. Das geht 8,5 Stunden und wird vertont von Christoph Maria Herbst. Und es geht hier in dieser Geschichte um einen Alien, der für eine Mission auf die Erde kommt und in Menschengestalt eines Cambridge-Professors hier auf der Erde wandelt und wie er aus seiner Sicht die Menschen sieht und was er erlebt und was er fühlt, das erleben wir in dieser Geschichte. Und ich dachte zuerst, das ist so eine klamaukige, überdreht skurrile Geschichte, ist sie aber gar nicht. Es geht hier viel um Gefühle, um Emotionen und auch philosophisch angehaucht, wo man auch öfter mal lächeln musste. Und wirklich empfehlenswert. Also mir hat diese Geschichte beim Puzzeln vor allem unglaublichen Spaß gemacht. Ich konnte der Geschichte ganz fantastisch folgen. Manchmal schweife ich nämlich immer ab. Sogar wenn ich draußen spazieren gehe, bin ich so abgelenkt. Aber beim Puzzeln mit diesem Hörbuch in der Kombi, das ging ganz wunderbar. Und ich habe wirklich die Geschichte inhaliert und habe mich immer gefreut, wenn ich beim Puzzeln dieses Hörbuch hören konnte. Also falls ihr auch auf solche Geschichten steht, sehr empfehlenswert. Es geht ja auch um einen Hund für alle Hundefreunde und die werden das feiern. Ja. Also kann ich empfehlen. Voila, es ist vollbracht. Ich habe jetzt das Puzzlebild beendet und es hat mir wirklich richtig Spaß gemacht. Aber oh mein Gott, war das knifflig. Das kann man sich wohl vorstellen, ne? Wenn man hier das Fell sich anschaut. Hier überall bei der Mietz. Also oh Mann. Und das Grün, das fand ich auch sehr, sehr anstrengend. Nichtsdestotrotz hat es mir Freude gemacht und ich bin jetzt auch um meine Erfahrung reicher. Ich habe jetzt so die Erkenntnis errungen, dass ich mir denke, dass ich da bei meiner Puzzleauswahl drauf achten könnte, wo es schwieriger werden könnte. Sowas weiß man ja erst, wenn man irgendwie eine Sache selber vollbringt. Ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie hilfreich sein wird bei der Puzzlewahl. Wenn mir ein Motiv sehr gefällt, dann werde ich mir das trotzdem holen. Weil während ich puzzle, ist es so, das ist wie als wenn ich in dieses Bild eingesaugt werde. Vor allem bei Landschaften, bei diesem hier habe ich zwar das ganze Geschehen hier beim Puzzeln miterlebt, irgendwie vom Gefühl her. Es hat mir wirklich gute Laune bereitet.
wenn ihr mal seht, das ganze Geschehen. Also hier wird ja viel rumgewuselt. Hier ist richtig witzige Action auf der Mietz mitzuerleben. Auch während, wie gesagt, während des Puzzlens. Und Haie-Puzzle in diesen dreieckigen Kartons, das ist wirklich schon ein Erlebnis. Aber das eine Puzzleteil, ach Mann, würde echt gerne mal wissen, wo das ist. Ja, dann werde ich das nächste Puzzle-Abenteuer ansteuern. Ich habe mir schon eins bestellt. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das hier gestalte. Vielleicht hier, wie in diesem Video auch, dass ich irgendwie immer ein Vlog mache und euch dann bei einem Bild, vielleicht einmalig oder über mehrere Videos hinweg, dass ich euch da mitnehme, so in der Art, wie ich das jetzt hier auch gemacht habe. Ich muss mal überlegen, wie das für mich am besten läuft und wie das geliked wird dann auch bei den Videos. Das gibt mir dann auch so ein Feedback und gibt mir dann auch ein Gefühl, wie ich dann weitermachen könnte. Ich schau mal. Auf jeden Fall ist das Bild jetzt vollbracht. Und ich bin sehr glücklich damit. Ich werde das jetzt wieder entpuzzeln, also ich werde das zerstören. Und dann werde ich mich meinem neuen Puzzle widmen. Wir schauen mal, wie das läuft. Ja, gut. Freut mich, wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt. Freut mich, wenn es euch gefallen hat. Mir hat es jedenfalls riesigen Spaß gemacht. Auch, dass ich euch mitnehmen konnte. Und das Puzzeln allein, das war schon wirklich, wirklich spaßig. Das hat richtig Freude bereitet und das hat mich in diese Welt eingesaugt. Und ich habe permanent gute Laune gehabt beim Puzzeln. Das ist, macht schon süchtig. Ne? Ja, dann bis denne und gehabt euch wohl. Seid fein zu euch und macht feine Dinge, die euch gut tun. Auf Wiedersehen.